Dabei gewann der Aufsteiger, die Offenbacher Kickers, in Rostock beim Bundesliga-Absteiger mit 2:1. Das führte wenige Tage später zu einem Trainerwechsel. Für Jörg Berger kam Frank Pagelsdorf. Und mit ihm gerieten die Rostocker immer höher in der Tabelle und haben die Aufstiegshoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Und heute im Pokal, wie sieht's da aus? Jürgen Bergener sagt Ihnen das. Ja, und heute möchte er am Jubiläumsgeschenk basteln. Frank Pagelsdorf, genau in einer Woche feiert Hansa Rostock den 40. Der Einzug unter die letzten 8 heute, das wäre das Präsent auch für Pagelsdorf, der sowohl als Spieler wie auch als Trainer noch nie im Pokal-Viertelfinale stand. Rostock in der hellen Spielkleidung und gleich mit aggressiven Beginn. Erste Spielminute, Hansen war das gegen Thomas Wörle. Ein herzlicher Willkommensgruß an den Mann, der im Saisonauftaktspiel hier im Ostseestadion kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielte. Wörle konnte weiterspielen, aber erste Schrecksekunde, denn bei Offenbach fehlten bereits 9 Spieler verletzungsbedingt. Und Hansa Rostock setzte sich gleich fest in der Hälfte der Kickers. Und gleich noch einmal eine unangenehme Situation für die Gäste. Torhüter Sead Ramovic gegen Radeprica. Und auch Ramovic leicht angeschlagen, danach am Ellenbogen. Aber auch bei ihm ging es weiter. Zum Glück für Offenbach, denn bei denen stand nur der Rest eines Profikaders auf dem Platz. Trainer Beusen musste 4 Spieler auflaufen lassen, die gar nicht fit waren. Nur 4 Feldspieler auf der Bank, 2 davon nur Profis. Einer davon auch noch, Markus Happel, verletzt. Also das Fragment einer ehemaligen Stammelf, die hier versuchte, das Beste rauszuholen. Marco Schied. Und der reklamiert hier, der wollte eine Ecke haben, das zu Recht. Nach dem Schuss von Marcel Schied, Rüdiger Rehm, der den Ball hier noch abfälscht. Frank Pagelsdorf, der machte sich auch mal Luft. Der wollte natürlich ein frühes Führungstor. Sead Ramovic, der immer wieder ein bisschen Zeit schindete, um Ruhe reinzubringen. Jetzt mal ein weiter Abschlag. Martin Pohl nachlässig hier und dann Suat Türker. Erste Chance für Kickers Offenbach und das erste Tor. Die 23. Spielminute und damit hatte zu diesem Zeitpunkt wirklich keiner gerechnet. Martin Pohl nach langer Verletzungspause mal wieder von Beginn an. Und den Ball muss er annehmen oder wegschlagen. Denn plötzlich viel Raum für Türker und Matthias Schober spekuliert auf die lange Ecke und Türker nimmt das Angebot an. Suat Türker schon beim Punktspiel hier in Rostock erfolgreich. Und Hans-Jürgen Beusen, alles klar, die Kontertaktik ging auf, bislang. Hektische Phase danach, Schiedsrichter Manuel Gräfe, die gelbe Karte gegen Marcel Schied. Vorausgegangen ein Rempler von Schied gegen Offenbachs Kapitän, gegen Gildirim. Und für sowas gab es auch schon mal Rot. Frank Pagelsdorf, sein erstes Viertelfinale. Weiterhin nur Wunschdenken. Kickers Offenbach, immerhin mit 3 Auswärtssiegen in der Liga. Auch in Cottbus und in Aachen wurde gewonnen. Denn wenn sie mal in Strafraumnähe kamen, dann wurde es auch gefährlich. Stefan Sieger gegen Schober und der konnte sich kaum noch beruhigen danach. Beinahe das 0:2. Die letzte Aktion vor der Pause, sie gehörte den Gästen, die sich hier eine 1:0-Führung erarbeiteten. Ein nervöser Präsident auf der Tribüne, Offenbachs Dieter Müller. Als Spieler selbst 3-mal im Pokalfinale, 2-mal hat er gewonnen. Mit dem 1. FC Köln war es vor mehr als 25 Jahren. 5 Minuten nach dem Seitenwechsel. Gleich der erste Aufreger. Zunächst Marcel Schied, dann kommt links von hinten Arvidsson. Arvidsson gegen Gildirim. Und Schiedsrichter Manuel Gräfe pfiff, es gab Gelb gegen Arvidsson, also kein Elfmeter. Gildirim gegen Arvidsson, da könnte was gewesen sein, aber nicht genau zu erkennen. Vielleicht touchiert Gildirim hier leicht, aber Arvidsson viel zu theatralisch. Gräfe bewertete das Ganze als Unsportlichkeit. Und der ehemalige Stürmer Frank Pagelsdorf fassungslos. Das Spiel wurde hektischer. 6 gelbe Karten waren bereits verteilt. Eine davon an Torhüter Ramovic wegen Zeitspiels. Und Ramovic gleich wieder im Mittelpunkt. Hier gegen Arvidsson, da kommt er raus für Kürzecke und macht alles richtig. Aber Ramovic verletzt sich bei dieser Szene, zeigt es zumindest an. Hier an der linken Gesichtshälfte. Nach dieser Aktion von Arvidsson, aber auch hier nicht eindeutig zu erkennen. Vielleicht eine leichte Berührung hier. Aber ich denke, wenn, dann unabsichtlich. Danach viel Arbeit
für den Schiedsrichter. Eine gelbe Karte hatte bereits auch schon Rade Priza. Und der langt hier gleich wieder hin gegen Schumann. Und die Konsequenz von Gräfe, gelb-rot, Rade Priza. Das gestreckte Bein gegen Schumann, unnötig und dumm. Vor allen Dingen, wenn man schon vorverwarnt ist. Hansa also in der Schlussphase in Unterzahl. 5 Minuten noch zu spielen. Eckball Hansa Rostock, Matthias Schober mit vorne. Und dann die Kontermöglichkeit für Kickers Offenbach. Über Jankon. Vorne läuft Dos Santos. Hier hätte er spielen müssen. Jetzt spielt er zu spät. Dos Santos im Abseits. Riesenchance verschenkt zur Vorentscheidung. Und Dieter Müller fix und fertig. Das Spiel war nicht schön, aber spannend. Die Schlussminute. Nochmal Freistoß Hansa Rostock. Am Ball Rene Riedlewitz, der Spezialist. Und am zweiten Pfosten wartet Marcel Schiede. Ausgleich. Seine Mannschaft stand so dicht vor dem Viertelfinale und dann das. Der Freistoß von Riedlewitz und dann sein Kopfball und dann die Nuss von Sead Ramovic. Der Torhüter, den muss er halten. Er steht schon in der Ecke, ist lang genug, muss nur richtig abspringen. Das 1:1, die letzte Aktion, es ging in die Verlängerung. Frank Pagelsdorf, einschwören auf die vielleicht letzten 30 Arbeitsminuten des Jahres 2005. Nur Zuschauer, der ausgewechselte Bresko und Rade Priza. Wieder Standardsituation Hansa Rostock. Da waren sie am gefährlichsten erneut Rene Riedlewitz. Und Forten warten die lange. Auch der eingewechselte Clemens Lange, da ist er. Sead Ramovic. Hansa nur zu 10, aber auch während der gesamten Verlängerung deutlich überlegen. Aber eben auch weiter ohne Tor. Und dabei blieb es auch 1:1 nach 120 Minuten. Und auch Offenbach zum Schluss nur noch zu 10. Rot gegen Blaskic nach dem Foul. Schied. Blaskic war im Übrigen vor genau 93 Sekunden eingewechselt worden. Beschwörungsrituale Kickers Offenbach und Hansa Rostocks Frank Pagelsdorf. Sportlich und natürlich wirtschaftlich wäre ein Weiterkommen so wichtig. Erst Elfmeter, Hansen gegen Ramovic. 2:1 Rostock. Soweit alles klar. Noch einmal die Wiederholung. Das Armpendel von Ramovic, den muss er fast schon halten, geht fast durch ihn durch. Aber was ist dann? Hier, nochmal die Wiederholung. Kommt Schober, der drängelt sich vorbei, will den Ball. Und da gibt es eine kleine Rangelei. Das kennen wir schon, erinnern uns an Norbert Meyer und Albert Streit. Ein Kopfstoß. Direkt vor den Augen des Assistenten. Der berät sich dann mit dem Schiedsrichter, mit Manuel Gräfe. Und der entscheidet gelb für Schober und rot gegen Ramovic. Eine Fehlentscheidung. Und das mit einem Elfmeterschießen. Hier, der Kopfstoß geht von Schober aus. Kommt ihm näher, da stößt er zu. Und Offenbach hatte schon dreimal ausgewechselt. Musste also ein Feldspieler ins Tor. Stefan Sieger mit dem Trikot von Ramovic und der musste in die Kabine. Dann konnte es weitergehen. Endlich auch mal Offenbach am Zug. Jut, Thorsten Jut gegen Schober, der Ausgleich 2:2. Kai Bülow, der 2 gute Kopfballchancen hatte während der regulären Spielzeit. Und da wäre er beinahe dran gewesen, der Stefan Sieger. Vielleicht da schon der erste kleine Nachteil zu erkennen. Ein richtiger Torhüter hätte den vielleicht gehalten, wenn er diese Ecke so geahnt hätte. Matthias Schober jetzt gegen Mokhtari und Schober der Sieger. Der Mann, der eigentlich vom Platz
Hätte gehen müssen hier mit dieser Parade. 3:2 für Hansa Rostock. Kim Madsen mit der Chance, das Ganze auszubauen. Eingewechselt Madsen gegen Sieger und der Nervösmacher Stefan Sieger. Achten Sie mal auf seine Bewegungen in der Zeitlupe. Wackelt hin und her, vielleicht hat das Madsen beeinflusst. Jetzt die Chance für den eingewechselten Oliveira dos Santos wieder auszugleichen. Dos Santos gegen Schober, 3:3. Wenn er den Ball bekommen hätte, hätte er das Spiel vielleicht schon in der regulären Spielzeit entschieden. Sehen Sie sich den Konter zum möglichen 2:0. Hier der Ausgleich also, 3:3. Jetzt der Standardspezialist René Riedlewitz, 4:3, Hansa. Souverän, cool, keine Chance für Sieger. Nochmal zur Erinnerung, das ist ein Feldspieler. Und der tritt jetzt selber an und das müsste er eigentlich können. Stefan Sieger, der Ersatzverhüter, der eigentlich keiner ist, gegen Matthias Schober, 4:4. Der Sieger schießt und trifft. Danach, die Regel kennen Sie, wer jetzt verschießt, hat verloren. Der eingewechselte Junge Amir Shapourzadeh, vor 2 Tagen hat er noch einen Profivertrag bekommen und dann hier diese Nervenangelegenheit. Der junge Iraner Amir Shapourzadeh nur an die Latte. Jetzt die Möglichkeit für Offenbach hier alles klar zu machen. Der Kapitän übernimmt die Verantwortung, Hildirim. Er hat heute Pokalgeist vorgelebt, war immer giftig. Hat das Ganze hier zu Herzen genommen und seine Mannschaft immer wieder angestachelt, die ja so ersatzgeschwächt war. Jetzt also Yildirim mit der Chance zum Sieg. Yildirim gegen Matthias Schober. Kickers Offenbach ist im 4. Finale und so reagiert der Trainer und die Spieler. Wenn es eine Gerechtigkeit gibt, dann hier Offenbach im Elfmeterschießen mit einem Ersatztorhüter, der keiner war. Mein Kollege Konstantin Sauer nach dem Schlusspfiff mit Reaktionen auf die Szene des Tages. Die rote Karte gegen Ihren Torhüter, wie haben Sie es gesehen? Ich gucke mir das im Fernsehen an, aber grundsätzlich nicht das erste Mal undiszipliniert und darüber gilt es natürlich zu reden. Es war eine Tätigkeit von Schober und der Assistent, der stand direkt daneben. Die rote Karte gegen Sie. Gerecht? Nein. Nie, weil der Schober mir den Kopfnuss gibt. Das heißt, Sie sagen, Schober hat angefangen? Der hat auf jeden Fall. Also sprich, das kann man auch sehen. Ich muss wirklich sagen, da war gar nichts. Von beiden Seiten aber gar nichts. Wir lassen uns beide fallen. Und gut, der Schiri gibt mir die Gelbe, hat mir gesagt, wegen Provozieren. Ist sicherlich richtig. Ich habe vielleicht, weil ich den Ball genommen habe und ihn dabei gerempelt habe, habe ich ein bisschen provoziert. Und dann standen wir halt so Nase an Nase und da habe ich lieber gedacht, also hinschmeißen, weil bevor da irgendwas Dummes passiert. Und also in meinen Augen hätte ich als Schiedsrichter beiden Gelb gegeben. So, ich finde, das ist alles kleine Kinderkacke sozusagen. Gut, aber was das für Auswirkungen dann hatte, kann ich nichts für. Ja. Kinderkacke und ein Kopfstoß, dazu kein Wort von den Schiedsrichtern. Manuel Gräf und seine Assistenten heute mit einem ganz, ganz schwierigen und leider nicht fehlerfreien Arbeitstag. Also